Sehr geehrter Herr Bundesminister Pistorius, liebe Angehörige, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Wegner, Exzellenzen, sehr geehrte Gäste, zur Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 begrüße ich Sie alle hier im Ehrenhof des Bendlerblocks. Ich freue mich besonders, als weitere Mitglieder der Bundesregierung die Bundesministerin Lemke und Stark-Watzinger, für den Deutschen Bundestag die Vizepräsidentinnen Göring-Eckardt und Özüz, Herrn Bundesverfassungsrichter Professor Eifert, die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin Seibelt, aus Berlin die Frau Senatorin Ciborra und Herrn Senator Cialo, Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Abgeordnetenhauses sowie weitere Repräsentanten des Bundes und der Länder unter den über 600 Gästen jetzt hier im Trockenen begrüßen zu können. Und ich danke auch denjenigen für ihr Interesse, die diese Gedenkveranstaltung live im Fernsehen oder über den Livestream verfolgen. Wir erinnern heute an den Umsturzversuch gegen Hitler und das NS-Unrechtsregime von 79 Jahren. Diese Gedenkfeier, die auf Anregung und unter Mitwirkung der Angehörigen der Frauen und Männer aus dem deutschen Widerstand zustande kam, folgt ihrerseits bereits einer über 70-jährigen Tradition. Umso schöner, dass weit über 400 Angehörige aus vier Generationen hier sind. Vor 70 Jahren hat Berlins damaliger regierender Bürgermeister Ernst Reuter hier in einer der ersten Gedenkfeiern den 20. Juli als sichtbares Fanal des Freiheitswillens des deutschen Volkes gedeutet und in seiner Rede den Bogen zum 17. Juni 1953 geschlagen, dem Volksaufstand in der DDR kurz vorher. Auch aus unserer heutigen Warte sehen wir, dass der 20. Juli wie der 17. Juni wichtige Etappen der deutschen Freiheitsgeschichte sind. Beim 20. Juli ging es um die Beendigung der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Gewaltverbrechen, die rasche Beendigung des Kriegs und die Wiederherstellung des Rechtsstaats. Die totale Rechtlosigkeit war die Signatur des Naziregimes. So hat es auch der vor kurzem gestorbene Rechtswissenschaftler Bernd Rüters als Kind erlebt, als der brutale Naziterror im Rahmen der Novemberpogrome 1938 seine jüdische Spielkameradin traf und sein Vater der Familie darauf beim Mittagstisch einbläute, Zitat, ihr wisst jetzt, wir leben in einem Verbrecherstaat, aber ihr dürft das niemals jemandem sagen. Zitat Ende. Für Bernd Rüters war das zeitlebens Ansporn, sich mit dem Justizunrecht und den Rechtsperversionen der Nazizeit zu beschäftigen und Generationen von Juristinnen und Juristen vor den Gefahren des Abgleitens von Recht in Unrecht zu sensibilisieren. Wem historisches Wissen alleine nicht genügt, der muss nur den Hinrichtungsraum in Berlin-Plötzensee betreten. Spätestens dann erschließt sich jedem, was ein Unrechtsstaat ist. Mehr als 2.800 Menschen aus mehr als 20 Nationen sind dort ermordet worden. In diesem Jahr erinnert die Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier im Rahmen eines tschechisch-deutschen Kooperationsprojektes an die tschechischen Opfer von Plötzensee mit über 670 Ermordeten, die größte ausländische Opfergruppe. Und wie jedes Jahr haben wir dort heute Morgen den Gottesdienst gefeiert und der Toten gedacht. So wie die hier versammelten Angehörigen aus unterschiedlichen politischen Lagern, Glaubensrichtungen und Teilen der Gesellschaft kommen, so war es auch mit den Frauen und Männern aus dem Widerstand. Sie kamen aus der Arbeiterschaft, dem Bürgertum, sie waren Kommunisten, Sozialdemokraten, Konservative, Gewerkschafter, Gläubige oder Menschen, die einfach aus Anstand und ethischer Überzeugung handelten. Und es waren Offiziere und Soldaten aller Dienstgrade. Sehr geehrter Herr Bundesminister Pistorius, wir freuen uns, dass Sie gleich zu uns sprechen werden. Der versuchte Staatsstreich vom 20. Juli 1944 war von einem breiten politischen Bündnis getragen, in dem Zivilisten wie Soldaten eng zusammenwirkten. Lassen Sie uns diese Gemeinsamkeit im Auge behalten. Gerade unter dem Eindruck des völkerrechtswidrigen und durch nichts zu rechtfertigenden russischen Eroberungs- und Vernichtungskriegs in der Ukraine
und der furchtbaren Verbrechen gegen das ukrainische Volk ist allen bewusst geworden, wie wichtig eine schlagkräftige Bundeswehr ist und wie wertvoll, dass sie Recht und Demokratie verpflichtet ist. Wenn es innerhalb des zivilen wie militärischen Widerstands in seiner ganzen Breite eine verbindende Klammer gab, dann war es der Konsens, die Willkürherrschaft und den Terror der Nazis zu beenden. Nichts drückt das besser aus als die von Ludwig Beck und Karl Friedrich Gördeler vorbereitete Regierungserklärung. Sie enthält die grundlegenden Überzeugungen des Widerstands für ein Deutschland nach dem Sturz des NS-Regimes. Und sie beginnt mit den Worten, ich zitiere, erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts. Die Regierung selbst muss darauf bedacht sein, jede Willkür zu vermeiden. Sie muss sich daher einer geordneten Kontrolle durch das Volk unterstellen. Zitat Ende. Die Herstellung von Rechtsstaatlichkeit war ein Kernmotiv des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Westen Deutschlands und nach 1989 ganz Deutschland mit dem Grundgesetz dieses Ziel der Herstellung eines demokratisch verfassten Rechtsstaats erreicht. Und deshalb können wir heute sagen, die konsequente Fortsetzung des Widerstands gegen die NS-Diktatur ist die Loyalität zum Grundgesetz, auf das wir seit fast 75 Jahren stolz sein können. Andersherum bedeutet das aber auch, der Widerstand legitimiert nicht diejenigen, die ihn gegen unseren demokratischen Rechtsstaat in Stellung bringen möchten, die seine Regeln verächtlich machen und die totalitär agieren, weil sie am Ende die Macht wollen, die dann auch das Recht bricht. Der 20. Juli enthält damit eine ebenso aktuelle wie unverändert gültige Botschaft und Aufforderung an alle und gerade die Jüngeren. Auch wenn die sozialen Netzwerke mit endlosen, mal richtigen, mal falschen Infos über Schwächen und Fehler unserer staatlichen Ordnung uns mitunter den Blick vernebeln. Für die große Errungenschaft des demokratischen Rechtsstaats bleiben wir alle, jeder von uns, verantwortlich. Und wir dürfen sie uns von nichts und niemandem aus den Fingern winden lassen. Kraft und Inspiration für diese dauernde Aufgabe können uns die Biografien der Frauen und Männer aus dem Widerstand geben. Die Stiftung 20. Juli 1944 und die Angehörigen werden weiterhin ihren Beitrag dazu leisten, dass uns diese Vorbilder nahe bleiben. Vielen Dank. Exzellenzen, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt und Frau Aydan Özus, sehr geehrte Frau Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibelt, sehr geehrter Herr Bundesminister Pistorius, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, des Berliner Senats, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Riedesel zu Eisenbach, sehr geehrter Herr Professor von Steinau Steinrück, sehr geehrte Angehörige und Familien der Frauen und Männer des 20. Juli, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf die Stimme des Gewissens zu hören, wenn Unrecht geschieht. Diesen bleibenden Appell haben uns die mutigen Helden hinterlassen, als sie am 20. Juli 1944 das Äußerste wagten, um die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten zu beenden. Wir sind heute hier im Ehrenhof des Bendlerblocks zusammengekommen, an dem Ort, an dem einige Beteiligte nur wenige Stunden nach dem missglückten Attentat hingerichtet wurden. Wir gedenken heute dieser mutigen Menschen des 20. Juli 1944
und gedenken auch aller anderen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, die sich gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft zur Wehr setzten und dafür verfolgt, verhaftet und ermordet wurden. Wir werden die Entschlossenheit und den Mut dieser tapferen Frauen und Männer nie vergessen und ihr Vermächtnis bewahren. Berlin ist heute die Stadt der Freiheit. Und die mutigen Frauen und Männer des 20. Juli sind heute Vorbilder. Es ist mir eine besondere Ehre, heute nicht nur als regierender Bürgermeister von Berlin, sondern auch als Vertreter des Bundesrates an dieser Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Heute, vor 79 Jahren, haben die aufständischen Militärs um den Hitler-Attentäter Klaus Schenk Graf von Stauffenberg allein auf ihre innere Stimme gehört und gehandelt, um die menschenverachtende, massenmörderische Diktatur zu stoppen. Sie erkannten die Gefahren des Nationalsozialismus und waren bereit, sich dem Unrecht ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben entgegenzustellen. Noch in den Tagen und Wochen nach dem 20. Juli wurden weitere Beteiligte verhaftet und ermordet. Das NS-Regime hinterließ auch den Angehörigen eine schwere Last. Familienmitglieder wurden verhaftet, Kinder wurden aus ihren Familien gerissen. Es stimmt, dass der Umsturzversuch tragisch scheiterte. Aber die Taten und Opfer der Frauen und Männer des 20. Juli waren nicht vergebens. Denn das Attentat zeigte, dass es auch in Zeiten größten Unrechts sichtbare Zeichen des Widerstandes gegen ein verbrecherisches Regime gab. Das Vermächtnis des 20. Juli 1944 ist auch heute noch aktuell. Die Frauen und Männer lehren uns, dass es immer eine Wahl gibt, Haltung zu zeigen und sich gegen Unrecht und Unterdrückung, gegen Menschenverachtung und Diskriminierung zu erheben. Sie mahnen uns, selbst Verantwortung zu übernehmen. Meine Damen und Herren, Extremisten dürfen in unserem Land niemals wieder auch nur Einfluss auf eine Regierung bekommen. Freiheit und Demokratie bedürfen täglicher Verteidigung. Und wenn Unrecht geschieht, dann müssen Demokraten aufstehen. Für unsere Soldatinnen und Soldaten als Bürger in Uniform gibt das Vorbild des 20. Juli die zentrale Orientierung, wenn sie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Schließlich sind wir heute mit einer verbrecherischen Aggression einer Diktatur konfrontiert, nicht viele Kilometer weit entfernt von uns, die auch unseren Werten den Kampf angesagt hat. Der Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft mahnt uns auch dazu, junge Menschen zu ermutigen, für eine demokratische und eine gerechte Gesellschaft einzustehen und auch gegen Widerstände für die eigene Überzeugung einzutreten und bereit zu sein, ja, dafür Konsequenzen zu tragen, ohne dass das heute, ganz anders als am 20. Juli 1944, mit einer Gefahr für Leib und Leben verbunden ist. Um dieses Vermächtnis zu wahren, müssen sich die jungen Menschen mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus auseinandersetzen. Nur so können sie die Dimensionen der Verbrechen des NS-Regimes gegen die Menschlichkeit auch verstehen. Nur so können sie verstehen, wie es so weit kommen konnte und wie groß die Gefahr extremistischer Demagogen ist.
die Angehörigen der Stiftung 20. Juli und auch die Gedenkstätte Deutscher Widerstand leisten hier Großartiges. Und für das Engagement der Angehörigen der Stiftung 20. Juli und auch der Gedenkstätte danke ich ganz herzlich. Aber meine Damen und Herren, wir tragen alle dafür Verantwortung, die Erinnerung an den Widerstand gegen das NS-Regime für immer wach zu halten. Heute verneigen wir uns an diesem historischen Ort vor allen unerschrockenen Frauen und Männern des Widerstands gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Vielen Dank. Bye.
Liebe Angehörige der Stiftung 20. Juli 1944, Exzellenzen, sehr geehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Bund und Ländern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute jährt sich das Attentat auf Adolf Hitler und die Operation Walküre vom 20. Juli 1944 zum 79. Mal. Hinter diesem Akt des militärischen Widerstandes standen rund 200 Unterstützer aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Mutige Männer und Frauen, Soldaten und Zivilisten, die aus humanistischen, religiösen oder politischen Überzeugungen den Weg in den Widerstand fanden und die vor allem zwei Dinge einte. Zum einen die Erkenntnis, dass der Krieg und die Gewaltherrschaft des NS-Regimes beendet und nach ihren eigenen Worten die Majestät des Rechts wiederhergestellt werden mussten. Und zum anderen eine tief empfundene Scham und Empörung über die Verbrechen, die im Namen Deutschlands an den Menschen in Europa und darüber hinaus verübt wurden. Noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 wurde Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, zusammen mit seinen engsten Vertrauten Werner von Heften, Albrecht Ritter, Merz von Quirnheim und Friedrich Olbricht hier im Hof des Bender-Blocks hingerichtet. Ludwig Beck war kurz zuvor zum Selbstmord gezwungen und nach dessen Scheitern von einem Wehrmachtssoldaten erschossen worden. Viele der Unterstützer wurden im Laufe der kommenden Wochen und Monate hingerichtet oder in den Konzentrationslagern zu Tode gequält. Sie alle hinterließen Eltern, Ehepartner, Kinder und Freunde, die neben dem Schmerz und der Trauer über den Verlust auch schwerste Repression des Naziregimes und die Ächtung der Gesellschaft ertragen mussten. Die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 wussten, wie gering die Erfolgsaussichten für Attentat und Staatsstreich waren. Und sie rangen mit sich, viele bis zum Schluss, aus unterschiedlichen Gründen. Und doch siegten, wenn auch spät in der Zeit der Naziherrschaft, ihr Gewissen, ihr Mut und ihre Entschlossenheit über letzte Zweifel. Und sie schritten zur Tat. Attentat und Operation Walküre misslangen. Doch war das Handeln der mutigen Männer und Frauen nicht sinnlos. Nein, sie setzten ein Zeichen für die Nachwelt und für die Geschichte, dass es da auch noch ein anderes Deutschland gab. Die Gruppe um Graf Schenk von Stauffenberg und all jene, die den Anstand, die Kraft und die Überzeugung zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime hatten, sind uns bis heute Vorbild und werden es bleiben. Und dabei ist der militärische Widerstand gegen Adolf Hitler auch noch in den ersten Nachkriegsjahren keineswegs unumstritten gewesen. Vielen galten die Frauen und Männer des 20. Juli 1944 nicht als Helden, sondern als Verräter. Vor allem ab den 1960er Jahren aber fand ihre Gewissensentscheidung nach und nach die Anerkennung, die sie verdiente. Im Jahr 1968 dann bekam sie als sogenanntes Widerstandsrecht sogar Verfassungsrang, ein wesentliches Element unserer heutigen Verfassung, ein Element unserer Verfassung, das unser aller Wachsamkeit und Aufmerksamkeit bedarf angesichts dessen, was wir gerade auch gehört haben, nämlich dass es Menschen gibt, die dieses Widerstandsrecht für ihre rechtlosen und rechtswidrigen und demokratiegefährdenden Bestrebungen missbrauchen wollen. Diese nachträgliche Anerkennung schließt eine kritische Würdigung der Beteiligten vom 20. Juli 1944 dabei keineswegs aus. Zu Recht kann und muss darauf hingewiesen werden, dass viele von ihnen das Hitler-Regime lange unterstützt hatten und teilweise sogar an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt waren. Aber sie erkannten die Unrechtmäßigkeit des eigenen Handelns und hatten die Größe und den Mut, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen, den Weg in den Widerstand und die Bereitschaft, das eigene Leben für die Beendigung von Unrecht und Gewalt zu lassen.
Für das Traditionsverständnis der Bundeswehr ist der militärische Widerstand vom 20. Juli 1944 eine tragende Säule. Er mahnt uns, dass das Gewissen immer die letzte Entscheidungsinstanz ist und dass das eigene Denken damit stets eine herausragend wichtige Pflicht ist. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform. Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform, die die Demokratie und ihre Werte selbst leben, die in der Lage sind, Recht von Unrecht zu unterscheiden und die wissen, wofür sie einstehen und was sie im Ernstfall auch mit ihrem Leben zu verteidigen bereit sein müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute erweisen wir all denen unsere Ehre, die sich gegen das verbrecherische Naziregime aufgelehnt und ihm ihre Menschlichkeit und ihr Gewissen entgegengesetzt haben. Als Erinnerung an die tapferen Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944, als Mahnung und als Versprechen, dass von Deutschland nie wieder Unrecht ausgehen darf und als Verpflichtung, niemals unsere Verantwortung für das freiheitliche, demokratische und offene Deutschland zu vergessen. Dieses Gedenken ist kein Selbstzweck. Es ist das Versprechen, dass das Opfer der Widerstandskämpfer nicht vergebens war. Es ist das Versprechen, dass jeder Einzelne von uns und wir als Gesellschaft daraus lernen und in der Gegenwart achtsam und wehrhaft sind und es auch in Zukunft bleiben werden. Helmut Schmidt hat diese Verantwortung einmal so zusammengefasst. Ich zitiere: Wenn man die Wiederholung der Schrecken verhindern will, dann verlangt das von uns Wachsamkeit, die Wachsamkeit aller Demokraten. Zitat Ende. Und das gilt heute, meine Damen und Herren, mehr denn je. Unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unsere Demokratie und unser Rechtsstaat stehen erneut unter Druck von innen wie von außen. In einem Maße, das wir seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Die müssen jeden Tag aufs Neue geschützt, gepflegt und ja, verteidigt werden. Der 24. Februar des vergangenen Jahres hat uns das schmerzlich in Erinnerung gerufen. Putin hat den Krieg über die Ukraine zurück nach Europa gebracht. Er hat die internationale regelbasierte Ordnung auf eine Weise attackiert, die wir auf unserem Kontinent für überwunden glaubten. Die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen ihr Land und ihre Freiheit in mutiger, bewundernswerter Entschlossenheit. Und wir unterstützen sie dabei, in der gemeinsamen Gewissheit, Recht, Ordnung und Freiheit zu verteidigen. So lange, wie es gegen ein aggressives Russland nötig ist, dass das Völker- und Menschenrecht mit Füßen tritt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für all jene, die den Zweiten Weltkrieg noch selbst erlebt oder ihre ersten Kindheitserinnerungen in den unmittelbaren Nachkriegsjahren gemacht haben, sind in den letzten Monaten schreckliche Erinnerungen wachgerufen worden, Bilder neu auferstanden. Sie wissen noch, wie es ist, tagtäglich Angst um das eigene Leben und das der Liebsten haben zu müssen. Was es bedeutet, wenn die eigene Existenz zerbombt wird und wenn Mütter, Väter, Geschwister oder andere geliebte Menschen nicht mehr nach Hause kommen. Sie können davon erzählen, wie es ist im Krieg. Nicht abstrakt aus Geschichtsbüchern, sondern ganz konkret und damit erlebbar und eindrücklich für die nachfolgenden Generationen. Dieses Wissen, diese Vermittlung durch Zeitzeugen stirbt aus und damit geht auch ein Stück gelebte Geschichte verloren. Und umso wichtiger ist es, die Erinnerung auf anderen Wegen lebendig zu halten und das Gedenken an die Ereignisse der Geschichte immer wieder mit den Herausforderungen unserer Zeit zu verknüpfen. Unsere Wachsamkeit darf sich deshalb nicht nur auf Russlands brutalen Krieg gegen die Ukraine und die Verteidigung von Freiheit und regelbasierter Ordnung richten. Überall auf der Welt gewinnen Autokraten und Demokratieskeptiker an Einfluss, werden demokratische Prozesse und staatliche Institutionen immer mehr in Frage gestellt, auch in Europa, auch in Deutschland. Jahr für Jahr steigt die Zahl
extremistisch, rassistisch und antisemitisch motivierter Straftaten und Anschläge. Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen sich angesichts des wachsenden Antisemitismus nicht mehr sicher in unserem Land. Was für eine Schande. Hass, Hetze und Gewalt nehmen demokratiegefährdende Ausmaße an. Überall, zum Beispiel dort, wo Menschen sich deshalb nicht mehr trauen, ein Mandat oder ein Ehrenamt anzunehmen. Das sind nicht nur Warnzeichen, meine Damen und Herren, es sind laute, deutliche Weckrufe, Alarmsignale. Tatsachen, die zeigen, dass in unserer Gesellschaft Kipppunkte entstehen. Entwicklungen, in denen Wut, Ausgrenzung und Gewalt als politische Mittel salonfähig und entscheidende Grundwerte unserer Demokratie aggressiv in Frage gestellt werden. Deshalb ist unser aller Wachsamkeit auch im Inneren gefordert. Uns darf das alles dabei nicht nur betroffen machen, das reicht nicht. Dagegen müssen wir uns mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates zur Wehr setzen. Entschlossen, durchsetzungsstark und nachhaltig. Mit starken Sicherheitsbehörden, einer leistungsfähigen Justiz und deutlichem politischem Widerstand und der klaren Ansage, hier darf es keine Relativierung, keine Beschönigung und erst recht keine Verharmlosungen geben. Wir müssen klare Kante zeigen gegen jede Form des Extremismus und unsere Wehrhaftigkeit stärken. Und wir müssen Antworten finden. Warum schwindet das Vertrauen der Menschen in den Staat und seiner Institutionen? Warum scheinen Hass, Hetze, Ausgrenzung und Gewalt heute in Teilen der Gesellschaft gesellschaftsfähiger zu sein, als wir uns es jemals hätten vorstellen können? Und dies ist nicht nur eine abstrakte, wohlfeile Forderung nach dem Motto, jemand müsste mal, sondern in aller Einfachheit und Klarheit eine der zentralsten und zugleich herausforderndsten Aufgaben, vor denen Politik und Gesellschaft heute widerstehen. Vertrauen entsteht, wenn es der Politik gelingt, die Menschen mit ihren Nöten, Bedürfnissen und Fragen ernst zu nehmen und sie bei politischen Entscheidungen mitzunehmen. Kommunikation. Durch Kommunikation, durch Zuhören, durch konkrete, verständliche und wirksame politische Entscheidungen und durch gutes Vorbild im politischen Handeln, durch klare Sprache. Und Wehrhaftigkeit entsteht, wenn nicht nur starke Sicherheitsbehörden den Rechtsstaat durchsetzen, sondern auch jede und jeder Einzelne in der Gesellschaft für unsere Werte eintritt. Bei der Arbeit, in der Familie und im Freundeskreis, ebenso wie durch Respekt und Anerkennung für all jene, die unsere Wehrhaftigkeit nach innen und außen verkörpern und gewährleisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Abend wird die Bundeswehr hier im Bendablock mitten in Berlin öffentlich ein feierliches Gelöbnis durchführen. Dabei werden unsere neuen Rekrutinnen und Rekruten geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ort und Inhalt dieses feierlichen Ereignisses sind Ausdruck einer fest in der Mitte der Gesellschaft verankerten Bundeswehr. Und ich werde mich in den nächsten Monaten und Jahren darum bemühen, noch mehr öffentliche Gelöbnisse durchzuführen, weil es, glaube ich, nötig ist, den Menschen klarzumachen, wie wichtig eine auf den Werten der Demokratie stehende Bundeswehr ist und wie wichtig es ist, dass sie in der Mitte der Gesellschaft stattfindet und Respekt und Anerkennung bekommt für das, was sie tut. Dieses Gelöbnis heute Abend, meine Damen und Herren, findet statt in einer Zeit, in der sich Deutschland fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder einen festen Platz in der Staatengemeinschaft erarbeitet hat und das Vertrauen seiner Bündnispartner wiedererlangt hat. Eine historische Errungenschaft, ermöglicht durch die Weitsicht der damaligen politischen Entscheidungsträger, allen voran unseren amerikanischen und europäischen Freunden. Sie haben damals nicht den Weg der Vergeltung gewählt, sondern die Weichen für ein demokratisches Deutschland in einem geeinten und befriedeten Europa gestellt, auch wenn die Überwindung der Spaltung in Ost und West noch einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen sollte. Viele von uns
sind Kinder, wie ich es immer sage, des Kalten Krieges. Wir wissen noch, wie es war, Ostflanke zu sein, abhängig vom Schutz unserer Freunde und Verbündeten, ohne deren Beistand wir unsere Sicherheit und Freiheit niemals hätten verteidigen können. Und heute erwarten unsere Freunde und unsere Verbündeten von uns, dass wir mit der gleichen Entschlossenheit und Zuverlässigkeit und Weitsicht für die Sicherheit und Freiheit unserer Bündnispartner an der heutigen Ostflanke eintreten. Dass wir unseren Beitrag leisten für den Erhalt von Demokratie und internationaler regelbasierter Ordnung, wo und wenn nötig auch mit militärischen Mitteln. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte und dem Wissen um die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus und der deutschen Wehrmacht fällt uns diese militärische Seite unserer Wehrhaftigkeit nicht leicht. Die von Putins brutalem Angriffskrieg ausgelöste sicherheitspolitische Zeitenwende lehrt uns jedoch, das ist bitter nötig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier an diesem historischen Ort und an diesem historischen Tag wird uns besonders bewusst, unsere Sicherheit und unsere Freiheit, unsere demokratische und offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit, sondern kostbarstes Gut, in das wir immer wieder neu investieren müssen, das wir verteidigen müssen. Der Widerstand vom 20. Juli 1944 mahnt uns, diese Verantwortung anzuübernehmen, sie zu übernehmen und für unsere gemeinsamen Werte zusammenzustehen. Er mahnt uns alle, Politik, Gesellschaft und Militär, zur frühen Wachsamkeit der Demokratinnen und Demokraten. Das ist sein Vermächtnis und das ist das Versprechen unseres gemeinsamen Gedenkens. Vielen Dank.
Wir gedenken unserer Toten. Heute, vor 79 Jahren, starben in den Nachtstunden im Bendlerblock 5 deutsche Offiziere, die versucht hatten, gemeinsam mit anderen Deutschland von Hitler und der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft zu befreien. Sie waren am 20. Juli 1944 die Ersten, die sterben mussten. Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Werner von Haften. Ihre Namen ehren wir auf der Gedenktafel hier im Ehrenhof in der Stauffenbergstraße. Sie stehen stellvertretend für alle Menschen, die den Mut hatten, sich der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft dagegen zu wehren und die an den Umsturzversuch des 20. Juli 1944 beteiligt waren. In dieser Stunde gedenken wir auch aller Menschen, die schon seit 1933 im Widerstand lebten und litten, oft einsam, auch entmutigt angesichts des bedeutenden Widerhalls, den die nationalsozialistische Politik in unserer Bevölkerung wie auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus fand. Im Geheimen und offen leisteten sie Widerstand. Sie kamen aus allen Parteien der Weimarer Republik. Es waren Frauen und Männer aus den Gewerkschaften. Es waren Unternehmer und Arbeiter, Beamte und Angestellte, Professoren und Studenten, Soldaten aller Dienstgrade sowie Frauen und Männer der Kirchen. Es waren Menschen, die sich meist aus Glaubenstiefe sowie ethischer Verantwortung widersetzt haben. Viele von ihnen mussten nach ihrer Einkerkerung und den Qualen vor dem Volksgerichtshof oder anderen nationalsozialistischen Sondergerichten ihr Leben lassen. Oder sie wählten den Freitod, um nicht unter der Folter ihre Freunde zu verraten. Viele wurden in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordet. Wir vergessen nicht die Menschen, die den Mut hatten, sich dem sinnlosen und vernichtenden Kriegstreiben Hitlers zu widersetzen und dieses mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wir denken an diejenigen, die Flugblätter verteilt oder auf andere Weise versucht haben, Menschen aufzurütteln und über die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aufzuklären. Auch sie wurden deshalb zum Tode verurteilt. Wir erinnern an die, die aus Nächstenliebe oder Achtung vor der Würde des Menschen, Juden sowie anderen Verfolgten und auch ausländischen Kriegsgefangenen Schutz, Hilfe und versteckt gewährt haben und dafür ermordet wurden.
Wir denken an die Menschen, die gewagt hatten, eine Neuordnung Deutschlands nach dem Krieg zu entwerfen und Verbündete im Ausland zu suchen und hierfür umgebracht wurden. All diese Menschen wehrten sich gegen die Tyrannei und Ideologie der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. So rufe ich heute am 20. Juli 2023 stellvertretend für alle, die den Mut hatten, sich zu widersetzen, in Erinnerung. Johannes Popitz, Georg Maus, Hermann Friep, Eva Maria Buch, Paul Schneider, Gertrud Seele, Heinrich Feuerstein, Rüdiger Schleicher, Johanna Kirchner, Helmut Hübener, Rudolf Breitscheid, Hilda Monte. Auch denken wir an die Millionen Juden, die in den Vernichtungslagern ermordet wurden, und an all die anderen Menschen, die durch den NS-Terror, dem Rassenwahn, der Willkür und der menschenverachtenden Kriegspolitik zum Opfer fielen. Wir denken heute an 12 Jahre schreckliches Leiden und Tod, beispiellos in ihrer Dimension. Aber auch heute überziehen unverantwortliche Machthaber unsere Welt mit Krieg und Gewalt gegen Menschen und Völker. Wir denken heute an dieser Stelle ganz besonders an das Leiden der Menschen in der Ukraine. Umso lebendiger bleibt daher die Mahnung unserer Toten, Gewalt und Unrecht zeitig zu widerstehen. Umso lebendiger bleibt daher unsere Verpflichtung, für die Freiheit des Gewissens und die Freiheit der Meinung Andersdenkender einzutreten und diesen mit Respekt zu begegnen. Umso lebendiger bleibt daher unser Auftrag, sich für die Würde des Menschen einzusetzen. Eine Mahnung an uns Deutsche, aber auch an Europa und die Welt. Wir denken an unsere Toten in Dankbarkeit und Stille.
Augen gerade. Aus. Das Gewehr. Über. Ehrenwaffen. Ab. Ab. Ehrenposten. Stichstand. Achtung. Präsentiert das. Quer. Augen. Rechts. Gerade.